Leute, ich habe da gebremst. Hallöchen und damit heiße ich euch nach langer Zeit mal wieder herzlich willkommen im Bussimulator 18. Und zwar machen wir passend zu unserem Kanal, fahren wir eine Ruhe lang. Ich weiß, die Ruhe gibt es hier nicht, aber ich habe mir dazu einfach so gedacht, weil da ist ein Fluss, ist ein bisschen Industrie und so. Und da dachte ich mir, wir fahren mit dem DVG-Skin. Ich habe da irgendwie Lust drauf. Ich bin da so ein bisschen motiviert heute in der Sache. Eigentlich wollte ich einen Euro Truck Simulator mit euch spielen. Allerdings waren da irgendwelche Lenkrad-Einstellungen nicht korrekt. Ich hoffe, dass es hier vernünftig läuft. Kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen in der Steuerung noch reinfinden muss, weil das schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gespielt habe. Ja, die Grafik hat sich nicht verbessert. Ja, keine Ahnung. Also wir werden einfach mal gucken, was so kommt und ob das eine lustige Busfahrt wird. Ich hoffe nicht mit so vielen Unfällen und so vielen Crashs, sondern einfach nur Spaß und gute Laune. Okay, dann wollen wir mal reinstarten. So, da sind wir auch schon im Setra, im DVG-Design. Richtig 90er ist das hier. So, da steht er. Da steht er. Toll. Ja. Kann man sich hier ganz gut anschauen. Und dann gucken wir mal, wo die erste Haltestelle hier anfahren, ne? So, wieder reinzoomen. Und los geht die wilde Fahrt. Schön den Blinker setzen. Schön bremsen, hier punktgenau. Ja, wie ging nochmal die... Dingens auf. Ah, okay. Ja, hi. Typ Senior. Anzahl ein, ne? Also Tagesticket. Wollen Sie den ganzen Tag mit mir fahren? Ja, dann viel Spaß, ey. Und weiter im Text. Kommt noch mehr? Eat an apple a day. Keep the doctor away. Dann wollen wir mal. Blinker setzen. Die warten auch schon hier. Das ist nett. So. Weiter geht's. Ah, wunderbar. Schön hier die Kurve nehmen. Und schauen wir da blinken. Oh, Schlagloch. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Ups. Das war die Hupe. Geil. Ja, ihr seht auf Karte schon, das ist meine Ruhr. Ja, wir sind hier in Duisburg unterwegs. Stellen wir uns dann einfach mal so vor, ne? Schön hier blinken. Und weiter geht's. Ja, das Spiel basiert, wie ihr wisst, auf der Unreal Engine. Ich finde, da wäre noch mehr drin gewesen, aber ich finde so für zwischendurch ist das eigentlich eine ganz geile Sache. Und natürlich für Let's Plays, ne? Für Let's Plays ist das Spiel auch richtig gut geeignet, finde ich. 100 Pro. Ja, und danke für das Feedback zu Frostpunk. Das wird demnächst auch wieder kommen. Ne, da gebe ich mir Mühe, dass ich da halt euch auch vernünftigen Content bieten kann. Ja, das ist mir halt besonders wichtig. Oh Mann, ey. Hätte ich beinahe einen Unfall gebaut, ne? Würde ich sagen. Und er versinkt beinahe im Boden bei meinem Fahrstil. Oh Mann, die Warterei hier. Jetzt fahre ich einfach. Ja, danke. Boah, bin ein Schild umgefahren. So. Ich weiß, ich bin nicht der beste Fahrer. Ah, er rollt noch.
Verspätung, 28 Sekunden. Boah, hoffen wir mal, dass wir hier gut durchkommen, ne? Ich habe das Spiel jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu laut. Aber ich kann noch mal gucken. Dann biegen wir hier jetzt ab. Schulterblick. Oh, wir hängen irgendwo. Wir hängen da fest. Oh, 600 € weg. Bisschen die Laterne gestriffen. So. Ja, die braucht kein Ticket. Weiter. Ah, bitte. Bitte nicht. Ey, Oma, geh mal aus der Tür raus hier. Jo. Nicht denken, dass ich was gegen alte Menschen habe, ne? Ich mag alte Menschen. Aber wollen wir mal eben Fahrkarten kontrollieren hier. Ha, 120 Euro. So kriegen wir die Laterne wieder rein. Jetzt aber. Fischgrund. So, Dankeschön. Oh, müssen wir hier einmal die Ehrenrunde drehen oder was? Vielleicht fahren wir eine Ruhe lang. Leute, das ist meine Ruhe. Die Ruhr. Ein altes Sägewerk, ne, das kennen wir noch aus vorangegangenen Folgen. Aber der kommt nicht aus dem Quark. So. Das ist die Ruhr, Leute. Nee, das war die Ruhr. Auch wenn das Seaside Valley steht, stellt euch einfach vor, da steht Mülheim an der Ruhr. Oder Duisburg. Und grün ist es. Soll ich hier mal rüberfahren? Wie mache ich denn die Spiegel da oben aus? Oh. So, die Spiegel habe ich jetzt ausgemacht, nach dem kurzen Cut. Und die Dame hier will eine Fahrkarte haben. Bitte. Ich finde, das sieht schon mal realistischer aus. Wobei mir die Spiegel echt ruckelig erscheinen, trotz der 2070. Darf eigentlich nicht deren Ernst sein hier. Ja, seht da, es gibt ja so viele Berge im Pott. Aber nein, natürlich nicht. Aber egal, ich finde es trotzdem lustig. Deswegen ist die Strecke auch die Ruhrstrecke. Die habe ich so getauft.
weiß ja nicht, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Bus-Simulator 18 gefällt und ob ich den noch weiterhin aufnehmen soll. Ich hatte da einfach mal wieder spontan Lust drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Ist ja Sinn der Sache, ne, dass ihr da auch Bock drauf habt. Weil, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben würdet, nein, Jan, oder nein, Robot Gamer, wir haben da keinen Bock drauf. Ja, dann lasse ich das sein, ne? Kannst du haben? Eine Woche willst du fahren, Nummer? Ja, klar. Standard. Eine. Keine Zeit. Null Bock, ja, zu warten, ja, an so einem blöden Zebrastreifen. Dann mache ich in der Realität schon, da brauche ich dann nicht auch noch im Spiel machen. Schön bremsen. Und fahren. Ups. Oh oh. Wir kosten dem Unternehmen, glaube ich, ganz schön viel Knete. Ja, oh Mann. Nein! Oh! Länger nicht mehr gespielt, ne? Jetzt noch einen Berg hoch. Das Huhn da gerade die Straße überquert? Welches Huhn? Ich habe keinen Huhn gesehen. Wenn, dann hätte ich mir daraus Chicken Nuggets gemacht. Haltestelle und Gras wächst wie immer auf der Straße. So, und dann auf der Oakstraße. Ist das ein Freiwill-T-Shirt? Nein. Passagier hat was im Bus vergessen. Ich glaub das ja nicht, hör mal. Aber wo ist das denn hier? Da. Ne, das war Müll. Da. Bitteschön. Tag. Student, einmal, 4,60 €. Ja, was haben wir denn da? Einzel, Senior, einmal, ne? Jo, kann weitergehen. Schon länger kein Bus mehr gefahren, ey. Aber das merkt man, glaube ich, ne? Oh, hier ist Blitzer, Blitzer, Blitzer. Nein, die Haltestelle müssen wir nicht anfahren. Warterei hier, ne? Ganz schön windig hier. Guckt euch mal den Baum an. Bald kommt auch wieder der LS. Ich habe da angefangen, jetzt ein bisschen vorzubereiten wieder. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. So. Ei, ei, ei. Mann, 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 ey. Ist der schwer. So. Hier anhalten. Ja, das sage ich beim Busfahrer auch immer.
Mehrere Fahrkarten. Tag. Standard. Ich achte da irgendwie gar nicht so richtig drauf, ne? Waren noch keine 6 Euro. Ich habe einmal hier gedrückt und einmal da. Ha. Naja, das Spiel kann ich rechnen. Lido. Leute, ich habe da gebremst. Hab den riesen LKW übersehen. Naja, so große Konsequenzen hat es in dem Spiel ja nicht. Von daher ist das eigentlich egal. Naja, aber ist halt lustig. Da ist die Ruhe nochmal, wer das sehen will. Mal eben hier ein Thumbnail machen. Schlaglöcher interessieren mich irgendwie nicht. Ha! Pass mal auf jetzt, was ich mache hier. Nichts da, aber die kommen nicht alle so raus jetzt. Ja. Noch nicht aussteigen, noch nicht aussteigen. Steigen. Kann ich nicht mehr kontrollieren? Mann, ich wollte die noch kontrollieren. Schau. Dann gucken wir, ob die Müll liegen lassen. Ja, aber dann beenden wir das hier, ne? Würde ich sagen. Na, was haben wir alles? Bestimmt nur 2 Sterne oder so. Okay, 3,5. Ja. Ja gut. Ich hoffe, ihr euch hat dieses Video gefallen. Und ja, mal ein bisschen Video der anderen Art. Bisschen lockerer halt. Ne, weil ich finde den Bus-Simulator jetzt nicht so als... Ja, den kann man nicht so als ernstzunehmende Simulation sehen. Von daher denke ich mir, okay... Da können wir das dann auch so machen, dass wir das ein bisschen lustiger gestalten. Ja, ich hoffe, euch hat das Format so gefallen und ihr wollt mehr davon sehen. Wenn ja, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin für Kritik offen. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.